Hallo meine Freunde, wie ihr seht, ich war wieder am Arbeiten, ja. Wieder malocht wie ein Stier. Na, so schlimm war es nicht, ne. Aber wenn man so ein bisschen was hier arbeitet, da kann man auch ein bisschen was essen. Und dann machen wir mal etwas Rustikales mit Cabanossis und Bohnen. Yeah! Ihr hört und merkt und keine Ahnung, ja, es ist zwar relativ warm, 14 Grad, ja, aber wir haben einen richtig geilen Wind, ja, und der schüttelt das Dach hier so richtig schön durch und hört so schön klappern und der faucht. Aber hier, wie gesagt, ist windgeschützt und regengeschützt und da können wir hier auch was brutzeln, wa? Wir machen wieder alles heute im Topf, heute den kleinen, weil ich alles allein essen darf, weil Bohnen dran sind, ne? Bohnen mögen die Mädels ja nicht. Ja, und da zeige ich euch einfach mal, was alles so dran kommt, wa? Ja, so völlig unspektakulär und da kann ich euch mal zeigen, ja. Ich habe hier zwei Zwiebeln und eine rote Peperoni. Habe ich schon geschnitten, ja. Die Zwiebel in Würfel und die Peperoni habe ich in Ringe geschnitten, wa? Da sparen wir uns nämlich die olle Schnippelei. Es ist alles schon fertig. So, dann brauchen wir Öl zum Anbraten, ja. Ihr könnt Olivenöl nehmen, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Dann brauchen wir, ja, Tomaten gehackte, ne? Hier habe ich zwei Dosen, also 800 Gramm wird das dann. Und dann haben wir noch, ja, hier das Gute, ne? Tomatenmark und Senf. Ja, Tomatenmark haben wir 2 Esslöffel und 2 Teelöffel den guten Senf ausbautzen. Jawohl. Dann brauchen wir noch Gemüsefond, da habe ich hier 400 Gramm, also Milliliter, ne? Habe ich noch weiße Bohnen, ja, hier, schaut es euch an. Und weil ich immer großen Hunger habe, ja, sind natürlich große Bohnen. Dicke, große, weiße Bohnen. Wir brauchen noch grüne Bohnen, ja. Ich habe hier Brechbohnen aus dem TK, 450 Gramm. Ja, und dann habe ich noch hier ein bisschen Deko, ja. Ein bisschen Toastbrot. Ach ne, hier, Gewürzmischung habe ich auch noch, ja. Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pfeffer und 2 Teelöffel Paprikapulver. Edelsüß. Ja, da können wir jetzt quasi loslegen, ja, bevor unser Dach wegfliegt, ja, oder der Topf wegfliegt. Der sitzt nämlich schon auf unserem Untergestell und der hat ein schönes Feuer drunter, ne? Wir brauchen heute den kleinen, den 4,5er. Und Deckel natürlich, ja. Deckel braucht keiner, weil der muss nur das sauber machen. Da reicht man den Topf einsauen, ja. Und wenn der Flüssigkeit fehlt, da kippt man einfach noch ein bisschen Wasser drin, ja. Völlig easy, ja. Und wer sich dann fragt, warum ich immer so komische Zahlen habe, ja, so ungerade Zahlen, ja, ich mache die Pakete einfach mal leer, ja. Ich backe da nicht den Rest über den Kühlschrank, ja. 200 Gramm Bohnen oder 400 Gramm Bohnen und 50, was soll ich mit 50 Gramm Bohnen machen, ja. Na, den mache ich einfach mit dran und fertig ist. Ich habe hier noch was verschwiegen, ja. Ich habe hier noch Cabanossi. Ja, guckt mal, Cabanossi. 300 Gramm. Davon werden wir ca. die Hälfte anbraten und die andere Hälfte backen wir nur so rein zum Warmwerden, ja. Und da haben wir einmal die angeputzelten Cabanossi und einmal nur den Geschmack von den normalen, wa? Das wird schon lecker sein. Ja, jetzt machen wir uns zu unserem Dutch Oven hin und fangen an, ja, da fangen wir an die Zwiebel zu braten. Zwiebel, ja, mit Peperoni wird das mal jetzt angebraten, jawohl. Los geht's! Öl rein. Upa, habt ihr gesehen, der Wind, ja? Da haut das Öl ja ab. Also erstmal was Öl rein und erhitzen lassen. Dann die Zwiebeln und Peperoni rein. Dann noch die Hälfte von ungefähr von unseren Cabanossis, ne? Auch mit rein. Hola. Brutzeln wir es mal schön an, ja. Der Trick ist ja, wenn ihr die Peperoni gleich mit anbratet am Anfang, dann ist das Gericht nicht so scharf. Scharf wird es erst, wenn ihr die Peperoni später reingebt und nur mitkocht, ne? Dann entfaltet ihr eure richtige Schärfe und wenn ihr es anbratet, dann geht ein bisschen Schärfe verloren, ja. Völlig geil. Das sieht ja schon richtig gut aus, ne? Und dann machen wir gleich unseren Senf hinterher
und das Tomatenmark. Yeah. Ups. Und die grünen Bohnen, die sind nämlich neu gefroren, ne? Die brauchen ja eine Weile. Jetzt machen wir so lange, bis die sozusagen aufgedaut sind, ja. Und dann geht's weiter. Oh nein. Hola. Wenn die Bohnen dann aufgedaut sind, und ihr hört ja, es knuspert schön, ja, ich habe probiert, wirklich. Die sind aufgedaut. Dann löschen wir es ab mit unseren gehackten Tomaten. Yeah. Und den Gemüsebon. Schon alles einmal durch. Wir lassen es aufkochen. Genau. Wenn es dann so schön blubbert, ne? Eine Viertelstunde mal so vor sich hin köcheln lassen. Und dann geht's weiter. Die Gewürze noch rein. Einmal umrühren. Ja, viel Gewürze sind hier, drei Sorten, ja. Pfeffer, Salz, Paprika, Grundgewürze, sag ich mal. Dann noch die Böhnchen, die großen. Und die restlichen Cabanossi. Ja. Mal durchrührt. Ist schon ganz schön. Ja. Ordentlich was dran, wa? Also wenig Brühe, so muss das sein. Ja. Wir wollen ja was essen und nicht trinken. Jetzt brauchen wir es bloß noch erwärmen, so 10 Minuten, Viertelstunde, ja. Und dann sind wir schon durch. Dann können wir endlich was genießen, ja. Also für eine Portion. Für eine ist ein bisschen viel, wa? Oh ja. Das schmeckt auch geil. Das sieht aus wie fertig, wa? Und lassen wir uns das einfach mal schmecken. Jawohl. Kruche die voll machen, wa? Wir haben Hunger. Jawohl. So muss das aussehen. So, jetzt haben wir es geschafft, ja. Wir haben alles gebrutzelt und wir haben Riesenhunger und keine Lust mehr zu arbeiten, weil Kackwind war und kein schönes Wetter und macht keinen Spaß, ihr wisst ja. Und habe ich ja mein Töpfchen mal ein bisschen dekoriert mit ein bisschen Toast, ne? Und jetzt wird gekostet. Jawohl. Mit Böhnchen. Mmh. Ja. Heiß ist es. Und? Es schmeckt. Jawohl. Boah, es hätte doch ein bisschen schärfer sein können, wa? Aber man muss nicht übertreiben, ne? So ein bisschen Chili. Naja. Hm. Aber heiß ist es immer, ne? Da müssen wir mit dem Toast ablöschen. Und wenn ich die ablösen. Ich finde, die Komponenten passen hier zusammen, ja. Es gibt eine schöne Mischung und dauert auch nicht lange, ne. Aber, grüne Bohnen, ja. Das wollen wir alle essen, ne. Boah, ein Wind. Also ich empfehle euch das, ja, nachzukochen. Gerade wenn ihr Handwerker habt, ne. Jo, mach ich mal einen Töpfel Bohnen, ja, mit Fleisch. Was, Fleisch? Ne, nur Wurst, ne. Ja, wirklich, schmeckt gut. Boah, der Wind. Nicht normal, oder? Der fliegt alles rum, ja. Wahnsinn, muss ich mein Essen zuhalten. Nee, aber Dutch Oven ist eine feine Geschichte, ja. Oh, im Ohr, Junge. Na gut, da verabschiede ich mich jetzt, ja. Und ihr wisst ja Bescheid, ne? Daumen hoch und Abo und so, wa? Und dann hier auf meiner Seite, die Grillmaster und bei Facebook, ja. Und es gibt noch ein kleines Überraschungsvideo irgendwann für mein neues Spielzeug, was ich heute erworben habe, ja. Und von ganz ist die Geschichte. Also bleibt dran, macht's gut, euer Micha. Bye, bye.